So, jetzt ist der nächste Bezirk, den wir aufstellen müssen, komplizierter. Falls wir den in einen Bezirk verwandeln können, denn ich sehe nicht so viel Platz. Der einzige Platz, den wir noch hätten, wäre hier. Und ich meine, warum nicht? Ich betrachte dich als entlassen. Und da kommen sie. Ist das alles? Kämpft weiter! Jawohl! Angriff! Zum Angriff! Genau, greift uns verbündeten Schwertkämpfer an. Hey, natürlich haben wir trotzdem eine Person verloren. Wie ihr wünscht. Ei! Wir können hier einen Bezirk draus machen, einen weiteren Kreisenden. Wir werden angegriffen. Werden wir? Oh, was soll's. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Wir waren bei Überlegungen stehen geblieben. Wir könnten das aus Doppelstraßen regeln. Noch nicht ganz richtig so. Die Winkel stimmen hier nicht ganz. So stimmen die Winkel. Wenn wir vier von denen darum drumherum setzen können, dann ist es schon gut genug. Wir werden angegriffen. Natürlich brauchen wir einen Brunnen in der Mitte. Ab Dank. Die Angriffe aus Panetta ziehen sie zurück. Hoffentlich kommen sie nicht wieder. Hoffentlich. Eure letzte Aufgabe, die ihr erfüllen müsst, um unser Vertrauen zu gewinnen, besteht darin, uns mit Steinen zu beliefern. Wir brauchen sie hier so schnell wie möglich. Wir müssen unsere Siedlung befestigen, indem wir eine Kaserne bauen. Haben wir leider nicht. Tut mir leid, ihr müsst sterben. Auf euren Befehl. Wir sind gerade beschäftigt. Wir brauchen zuallererst... Da ein Bannermacher. Nein, hier haben wir nicht angeschlossen. Okay, keine Ahnung. Eins, zwei. Der letzte wird schwieriger. Aber den kriegen wir schon irgendwie wieder rein. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Alles klar. Auf euren Befehl. Und dann ist mit den Steinen vielleicht besser klappt. Ah. Den müssen wir noch nicht aufwerten. Ei! Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Hier könnte theoretisch noch einer hinpassen. Glaube ich. Fast schon. Und was ist mit der Straße bitte falsch? Einen können wir hier setzen.
Der zweite kann dann wohl hier hin, wenn sie sich nicht gegenseitig beißen. Die werden sich hier nicht beißen. Und der letzte... Der vierte... Der ist halt sehr uneben hier. Der vierte wird ein bisschen komplexer. Wie viele Steine sind da reingekommen? 63. Nicht viel. Und die Arbeit. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Oh, der Ärmste. Ah gut, gleich gibt's den Herzog. Gut, dass er hier ist. Auf euren Befehl. Party. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Stein. Wir machen einen Schnellspeicherstand. Schub. Ach ja, übrigens. Dieser Teil der Mauer kann jetzt weg. Der hat ja schon längst ausgedient, weil wir festgestellt haben, dass unser Plan nicht funktionieren würde. Wir können die Straßen vielleicht noch ein bisschen anpassen. Den Platz noch ein bisschen verkleinern. Sehr gut, jetzt hat uns genügend Steine geliefert, jetzt können wir uns besser verteidigen. Hervorragend, ihr seid wahrlich ehrenswert. Jetzt vertrauen wir euch. Als Zeichen des Vertrauens haben wir für euch einen geheimen Weg zum Gebirgskloster Orni geöffnet. Sucht dort nach der Prophezeiung. Viel Glück. Ach ja, kann sein, dass euch im Weg zum Kloster noch ein paar weitere Prüfungen erwarten. Seid gegrüßt. Ich bin einer der Hüter der Prophezeiung. Kommt zu mir, Fremde, und lasst uns über die Prophezeiung reden. Das klingt wie eine Sekte. Ich bin nicht überzeugt. Der Brunnen muss weg. Die Regenzeit ist vorüber. Ich habe euch treu gedient, Majestät. Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Wir werden sehen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So könnte es besser gehen. Werde befördert. Ich, Markus, werde euch immer treu ergeben sein. Die vierte ist schwierig zu... Ja, wir wissen, wo wir hin müssen. Spiel, halt die Klappe. Übrigens, schneller. Der Brunnen kommt erst, wenn das Viertel steht. Was ist mit dem Spiel gerade los? Das will uns die ganze Zeit da unten markieren, dass wir hin müssen. Ja, wir wissen, wo wir hin müssen. Wir wollen nur nicht hin. Unwissenheit und Unwillen. Spiel sind zwei grundlegend verschiedene Konzepte. Ich demonstriere dir gerade größten Unwillen. Können wir irgendwas anderes da hinsetzen? Ein Steinmetz fehlt es an Stein. Weitere Theke? Nein. Gibt es noch eine Sache, die wir da machen können? Eine Doppelstraße darunter zu ziehen. Das Lagerhaus ist voll. So, dann müssen wir das so machen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Dann müssen wir schon unseren Kerzenmacher hinsetzen. Dahin, okay. Kann ich mitleben. So, eine Dare-Statue.
nach hier hin. Denn natürlich kommt sie dahin. Ein weiterer Brunnen kommt nach dahin. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Können wir noch irgendwas hinsetzen, damit ihr hier glücklicher bleibt? Wie heißt das noch weiter in der Apotheke? Dürfen wir? Oder ist da wirklich absolut gar kein Platz übrig gelassen worden? Sieht nach nicht sehr viel Platz aus. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ein Steinmetz ist eine Heulsuse. Verstanden. Hier rüber. Weil wir können den noch einmal leisten. Komm. Jawohl. Der grüne Rand und die Steinstraßen machen das Ganze ein bisschen blöd. Aber es gibt nur einen Weg, das zu beheben. Mehr Steine drauf werfen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So, dann haben wir einfach einen kompletten Steinplatz. Mehr als 1000 gebe ich für eine Mine nicht aus. Verstanden. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Arbeiten wir hier weniger mit Stein? Hier geht das, weil der Platz unser größer Geologe ist. Hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Wie viel ist drin? Okay, das Ding haben sich da geregelt. Wir können doch mit Steinen arbeiten. Oh nein. Nein, wir haben jetzt hier einen Fehler gemacht. Jetzt haben wir Sachen kaputt gemacht, die wir nicht reparieren können. Das ist hier eine Nische. Theoretisch wäre das immer noch ganz gut gegangen. Aber gut, an den meisten Stellen müssen wir uns damit zufrieden geben, dass Steinstraßen nicht nötig sind. Das Lagerhaus ist Kräuter. In die Tonne damit. Wir können Handelsposten bauen, sollten wir machen. Ei. Die Armee ist in einem verwendbaren Zustand, wir können aber ein paar Truppen mehr rekrutieren. Auf euren Befehl. Verstanden. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir können Eisen und Kühe einkaufen, das ist schön. Kommt die Kuh hier lebendig an, ist die Frage. Ich denke schon. Oh, übrigens, wir haben noch keine Straßen. Die Straßen nicht verbunden, so. Oh. Können wir ohne weiteres die zweite Kuhweide hinsetzen? Kein Problem. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Gut, die Straße müssen wir zu Ende bringen. Ich weiß, einige von euch, die vielleicht das 1404 Let's Play angesehen haben, kriegen gerade schreckliche Vietnam-Flashbacks. Und das tut mir sehr leid, aber Dinge müssen geschehen.
Es wird nicht so schlimm wie beim Imperator-Szenario. Keine Sorge. Das Imperator-Szenario sollte ja eigentlich dienen als, naja, sagen wir, krönender Abschluss, aber sind wir echt danach, kamen noch die Add-on-Szenarien. Aber es sollte als dienen als krönender Abschluss für unsere Karriere als Wächter des Reiches. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Der ultimative Flex sozusagen. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Zu zeigen, dass wir es einfach können. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Genauso wie der gewissermaßen von uns erfordert, dass wir hier Dinge tun wie das hier. Ja, okay, wir werden alle Plätze mit. Wir werden hier alle Straßen der Innenstadt mit Steinen auskleiden müssen. Das sähe blöd aus, wenn wir jetzt an einer Stelle aufhören würden. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Die Regenzeit ist vorüber. Banditen haben einen Karren erbeutet. Oh, das ist traurig. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Tauschgüter. Oh nein. Wir kriegen Fisch für Holz. Stein für Wild gefällt mir besser. Die Kühe eigentlich alle lebendig angekommen? Sind unterwegs. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Diesen Platz müssen wir tatsächlich nicht machen. Der sieht auf diese Art und Weise schon sehr gut aus. Habt ihr wirklich. Ein Steinbruch ist erschöpft. Oh. Keine Sorge, wir kriegen unsere Steine schon wieder. Banditen haben einen Karren erbeutet. Wir schicken euch wilden Krieger für keine Steine, nicht wahr? Gut, wir müssen kurz mal was. Wir müssen kurz mal einen Weg freiräumen. Das tolerieren wir nicht. Sofort. Ei, wie ihr wünscht. Ei, schon unterwegs. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Schon unterwegs. Banditen haben einen Karren erbeutet. Wie ihr wünscht. Nicht hinnehmbar. Verstanden. Jawohl. Schon unterwegs. Es gibt kein Zurück. Alles klar. Ei. So, reguläre Geschwindigkeit. Ist zu uns unterwegs. Auf die ganzen Bogenschützen. Hier. Zum Angriff! Hier. Kämpft mit. Ja. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Schon unterwegs. Kämpft mit. Sofort. Vorwärts. Kämpft weiter. Ihr fangt meine Tauschgüter nicht ab. Kämpft weiter. Ich bin jetzt später ein Auftrag gewesen, die Banditen auszuschalten. Aber für den Mensch stehen die uns im Weg. Alles klar. Ich toleriere das nicht. Wir können die Plingrüne schon mal bestellen. Verstanden. Pling. Sofort. Einer unserer Befehlen wurde abgefangen. Auf euren Befehl. In den Kampf. Und was wollt ihr mit einem Karren, mit dem ihr nichts anfangen könnt? Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Vorwärts. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. In den Kampf. Zum Angriff. Ein Karren mit Rohstoffen ist alles eingetroffen. Klar. So. Verstanden. Geht hier hin. Wie ihr wünscht. Das ist noch nicht ausgebaut. Ei. Drei arme Hütten. Ja, natürlich, die Apotheken sind noch arm. Weil wir noch nicht genug Einwohner haben. Aber das wird sich alles einkriegen. Und ja, wir gehen gleich zu eurer komischen Prophezeiung runter. Zuerst mal gab es hier sehr wichtige Sachen zu machen. Die wichtigsten Straßen sind erstmal im richtigen Zustand. Ja, so geht das tatsächlich.
So kann ich tolerieren, wie das aussieht. Außer hier, hier müssen noch Sachen dazwischen geschaltet werden. Eine Vase. Stein kostet die? 20 Stein. Sollen, die Summen sind immer gut. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs.